Bastarde, geht mir verdammt nochmal aus dem Weg! Alter, Konzentration. Mann, was stimmt denn mit uns nicht? Doch lächerlich. Das sind doch keine Gegner. Oh, verdammt, sie haben den alten Nero-Kontrollpunkt übernommen. Das wird ein heftiger Kampf. Hey, das ist St. John! John! Komm schon! Oh, da habe ich Glück gehabt. Damit habe ich nicht mehr gerechnet, dass der noch lebt. So, ich könnte jetzt im Nero Camp nochmal eine Energie suchen, aber ich habe die Sicherung nicht gefunden und ich will die einfach auch noch weg. Okay, wir sind durch. Boozer, hörst du mich? Da waren noch ein, zwei Leute, kommen. Aber... Boozman, bitte kommen! Nick, hörst du das? Ja, bring sie hier rein, verdammt! Eddie, bring die Verletzten rein! Boozer! Nick, du bist gesund und munter. Wenn ich Hilfe brauche, bring sie rein! Los, verdammt! Los! Scheiße, pass auf! Ich komme, Boozer, ich bin fast da, aber... Skizzo, erst... Da, Bruder, er ist hinter dir her! Sie versuchen es durch das Tor! Los, los! Soll er kommen, Dick? Soll er kommen? Bruder! Ah, verdammt! Ricky, der geilste Weg, den ich hier fahren kann. Ricky, Iron Mike, kommen! Scheiße! Dick, du lebst noch! Skizzo sagte, du wärst tot! Skizzo, verdammt! Und Iron Mike! Becky, rede mit mir. Was ist da los? Was? Hey! Sie hauen ab! Sie fliehen! Wir haben sie! Wo ist Skizzo? Hat jemand Skizzo gesehen? Geschafft, Mann! Genau, Kumpel! Ihnen nach! Lasst ihn nicht entkommen! Tötet jeden Einzelnen von ihnen! Wo zum Teufel ist Skizzo? Ein paar von uns haben ihn gesucht. Ohne Erfolg! Hey, kommt! Wir müssen los! Keine Sorge! Wir finden dieses Arschloch! Ach. Dick, Gott sei Dank. Komm. Ricky, was ist los? Iron Mike, er wurde angeschossen. Oh, der sieht aber übel aus. Der schaut fast aus wie ein Zombie. Hey, du fauler Mistkerl. Ich wollte fragen, ob wir angeln gehen. Das Camp hat Hunger. Deine Lady? Ja, sie ist gleich da draußen. Sie ist hier? Ja. Ja, hörst du es? Das hätte ich nie ohne deine Hilfe geschafft. Okay.
Ich will sie sehen. Sie muss ja eine tolle Frau sein. Alles durchzustehen. Wie meine Elisabeth. Okay, okay. Hier, Mike, hier. Mike, bitte nimm das hier. Nein, ich will das nicht. Ich will das nicht. Ich kann. Hier. Vorsicht. Ich sag falsch, Dick. Nein, nein, nein. Wir kriegen das wieder hin, Mike. Wenn du wieder auf deinen Beinen bist, dann machen wir beide. Ich lag falsch. Ich lag falsch. Du, was Wunder, du dass er überhaupt noch durch, sprechen kann. Du musst das Camp schützen. Ricky. Ja, ich bin hier, Mike. Ich bin hier. Mike? Fällt mir schwer, das zu sagen. Iron Mike ist tot. Ja, er wollte Skizzo aufhalten, als die Miliz sich zurückzog. Und wie Iron Mike nun mal ist, wollte er mit ihm reden und... Okay. Ja, ich... Ruhe! Gott, verdammt! Das wird keine Rede! Iron Mike würde das nicht wollen. Wir haben keine Zeit dafür, weil... Weil die, die wir heute getötet haben... Es gibt mehr von ihnen. Viel mehr. Ich war in ihrem Camp. Ich habe ihre Armee gesehen. Und wenn sie wiederkommen, werden sie jeden Einzelnen hier abschlagen. Zumindest werden sie es versuchen. Es sei denn, wir greifen zuerst an. Hey! Hey, Ruhe! Seid jetzt ruhig! Hört ihm zu! Iron Mike hat ihm vertraut. Also solltet ihr ihm auch vertrauen. Nein, tut mir leid. Hört mal. Ich kann das nicht. Ich bin nicht Iron Mike. Ich bin ein gottverdammter Drifter. Du hast recht. Auf Wiedersehen. So, wir überspringen das Ganze mal. Machen jetzt auch erstmal Schluss. Okay, also das hier habe ich in einem Bunker gefunden. Okay, auch überspringen. Weil es ist einfach unmenschlich heiß hier. So. Alles so freigeschaltet haben, na hurra. Immer der Weg ist noch ein Punkt. Ne, kein Fertigkeitspunkt. Alles klar. So, dann gehen wir nochmal zum Motorrad, speichern nochmal und dann würde ich sagen, bedanke ich mich mal für eure Aufmerksamkeit. Bei dem Wetter vom Rechner zu sitzen, das ist echt die Hölle.